Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Memoria. Wir spielen jetzt wieder als Sadja und sind hier mitten in der Wildnis und kurz vorm Verhungern und unser lieber Rachwan möchte uns nicht helfen. Das heißt, wir müssen uns jetzt selber was fangen. Ich vermute mal einen Hasen oder so. Aber erstmal stecken wir uns wieder alles in die Tasche. Was haben wir denn hier noch? Okay. Können wir die Maske eigentlich aufsetzen? Bis ich nicht weiß, was sie macht, behalte ich sie in der Tasche. Okay, können wir nicht. Alles klar. Was haben wir denn noch? Bubenwiese. Schön. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Aber ich mache das lieber anders. Warum denn? Ach, guck mal. Das nehmen wir auch noch mit. Nehme ich an. Dankeschön. Und das fällt auch. Dankeschön. Ja, der hilft uns ja sowieso nicht. Ach, die haben wir auch direkt eingesteckt. Sehr schön. Rachwan hat uns von Fasar direkt hierher geführt. Er kennt das Gebirge. Er wusste, dass es hier eine Felkina-Lagerstätte gibt. Aber weiß er auch, wie dringend ihr nach Draconia müsst? Scheinbar nicht. Offensichtlich nicht. Aber sag bevor wir weiter können, muss ich ohnehin erst was essen. Ja. Du kriegst schon noch was. Gebüsch, was ist damit? Ich könnte mich dahinter verstecken. Aber nicht ohne Grund. Ist okay. Dann die Anhöhe. Oh, was ist das denn? Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Warum denn nicht? Ich probiere das mal mit dem Stock. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Na, da ist doch der Bauch vom Tier, oder nicht? Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizard. Ich lüge nur, wenn ich muss. Ein Tier hat sich einen Teil der alten Ruinen angeeignet. Wie praktisch. Der Baum ist durch den Stein gewachsen. Ah, das... Nee, das auch nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Ich bin hier noch nicht fertig. Nein, sind wir nicht. Okay, können wir das mit dem Stab vielleicht? Er ist so schwer, aber wahr. Die Falle. Ich würde gerne die Falle aufbauen. Können wir irgendwie... Nee, können wir irgendwie nicht. Dann den Stock vielleicht irgendwo. Hier möchte sie das ja nicht aufbauen. Obwohl ich mich frage, warum? Vielleicht mit irgendwas verbinden? Nee, können wir mit dem Dolch was machen. Ich gehe mal einmal alles im Inventar durch. Da. Ich habe sie angespitzt. Alles klar. Aber wo steckt man die denn jetzt hin? Da will sie es nicht machen. Die Feuerstelle zurück? Nee, echt? Nee, gib die mal zurück. Nee, können wir nichts machen. Erst muss ich das Fell irgendwo hinlegen. Ah, mit dem Fell möchte sie anfangen. Wo denn? Doch hier, okay. Und jetzt die Dinger da rein. Und jetzt vielleicht das Seil. Wenn ich das Seil um die Pflöcke spanne, bringt mir das nicht viel. Aber vielleicht lässt es sich irgendwie anders anbringen. Ja, und wie? Schauen wir mal. Nee. Was mit dem Stock? Ah, der geht. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hä? Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Aber es leuchtet doch. Alles klar. Jetzt das Seil. Jetzt verstecken. Nee, halt. Bestimmt noch die Löwenzahn drunter. Das führt doch zu nichts. Nicht? Hätte doch mal sein können. Nein. Verstecken wir uns erstmal hier. Noch gibt es da nichts zum Fangen. Ah, okay.
erst bis hierhin ködern und dann hoffen, dass es weiterläuft. Ich nehme an, es ist ein Hase. Jetzt. Oder? Immer noch nicht? Noch gibt es da nichts zum Fangen. Dann gib mir noch mehr Löwen. Hallo, nimm das. Und dann vielleicht noch was hier vorlegen. Ja, das funktioniert scheinbar. So. Es hat angebissen. Dann schnell ins Gebüsch. Ja, komm näher. Gleich habe ich dich. Na, hoffentlich funktioniert das jetzt. Wow. Das war dann wohl nichts. Hier wäre genug Platz für ein... Ach, dann müssen wir das doch irgendwie mit dem Stein beschweren oder so. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Damit du die Falle hier irgendwie ein bisschen beschweren kannst, eventuell unter Umständen. Er ist so schwer. Aber warum... Na, irgendwie muss das doch gehen. Löwenzahn, Seil... Was hat sie vor? Die Maske doch bestimmt nicht. Nee, nee, nee. Auch nicht. Vielleicht noch was mit dem Dolch? Der Dolch reicht nicht, um das Fell am Boden zu befestigen. Nee, müssen wir auch nicht. Haben wir doch schon gemacht. Wir legen das schon mal hier hin. Das muss ich nicht mehr. Warum nicht? Das muss ich nicht mehr. Das glaube ich aber doch. Der ist doch weggelaufen. Nee, wir können hier auch nicht hingehen. Das muss ich nicht mehr, sagt sie. Das muss ich nicht mehr. Nee, hier können wir auch nichts mehr machen. Der Baum ist durch den Stein gewachsen. Ja, das sehe ich auch. Hä, wie will sie das denn sonst machen? Okay, dann bitte einmal wieder aufstellen. Was fehlt uns denn noch? Irgendwas muss uns ja noch fehlen. Mit dem Dolch funktioniert hier nichts. Die Pflöcke sind schon spitz genug. Hätte ja mal sein können. Auch hier ist er zu nichts zu gebrauchen. Was sagtet ihr? Nicht so wichtig. Entschuldigung. Nein, das ist es nicht. Ja, aber was ist es denn dann? Ich bleibe erstmal hier. Ja, aber irgendwas muss uns doch noch fehlen. Wie soll ich es ohne Essen nach Draconia schaffen? Hörst du mich? Zu unserem Abkommen gehört auch, dass du mich am Leben hältst. Zwecklos. Er ignoriert mich. Wenn ich etwas essen will, muss ich mich selbst auf die Jagd machen. Tja, aber wie? Wir haben ja sonst nichts mehr, oder? Nee, ich bin ein bisschen... Mist, es ist zu flink. Ich muss es anders fangen. Ja, das sehe ich auch. Wir machen es einfach betrunken. Lieber nicht. Schade. Mal, ob wir noch irgendwas kombinieren können.
Kann der Stab irgendwas machen? Nee, der ist hier wirklich zu nichts zu gebrauchen. Na wunderbar. Stab, du bist mir wie immer eine riesengroße Hilfe. Sie wirkt nur auf Menschen. Mhm. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Ja, welche denn? Hier ist nur der eine flache Stein. Ich hätte halt gedacht, dass wir die Falle irgendwie beschweren müssen. Das Seil nehme ich auch mit. Nee, auch nicht. Nein. Auch hier ist er zu... Was sagtet ihr? Nicht so wichtig. Nee, ich hab nichts gesagt. Tut mir leid, tut mir leid. Ich glaube, das ist nicht gänzlich falsch, was ich hier gemacht habe. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Schade. Das könnte uns jetzt echt weiterhelfen. Der Dolch reicht nicht, um das Fell am... Ist mir klar. Mir fehlt die Vision. Ja, mir fehlt gerade auch die Vision. Das ist das Problem. Sehr gut. Jetzt ist es weit genug vom Bau entfernt, dass ich es fangen kann. Ja, aber wie denn? Flöcke, Kaninchen, Gebüsch. Können wir noch was an der Feuerstelle mitnehmen? Wie mache ich jetzt Feuer? Nimm doch mal so einen Stein mit. Wie mache ich jetzt Feuer? Ach, Satya. Wir sind beide nicht so die Klügsten heute, ha? Huh? Mist, es ist zu flink. Ich muss es anders fangen. Wenn ich das Seil um die Pflöcke spanne, bringt mir das nicht viel. Aber vielleicht lässt es sich irgendwie anders anbringen. Ah, jetzt vielleicht? Normalerweise leuchtet das ja auch, wenn es richtig ist. Er ist zu schwer. Mhm. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Warum denn auch nicht? Woran soll ich es festmachen? Ist mir doch egal. Mach halt mal was. Ja, das mit den Hotspots ist schon okay. Nee, den will sie einfach nicht hochheben. Uiuiuiui, das kann ja jetzt was werden. Das bringt nichts. Das auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ja alles schon durchgeguckt habe. Aber ich probiere es einfach nochmal. Nee. Wofür auch immer wir die Blümchen jetzt nochmal einstecken konnten. Tja. Woran soll ich es festmachen? Ich stehe total auf dem Schlauch. Ihr Lieben, ich werde jetzt hier einfach nochmal ein bisschen rumprobieren und dann sehen wir uns, wenn ich die Lösung gefunden habe. Bis gleich. So, alles klar. Ich... hab jetzt einfach nachgeguckt. Ich wollte hier nicht noch 5 Stunden rumprobieren und, ich glaube... Das Fell ist nun voller Löcher. Den letzten Pflock bekomme ich nicht heraus. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch. Gar nichts kriegst du von mir. Nee. Okay, ich muss zugeben, auf die Idee wäre ich echt nicht gekommen. Blöd. Eigentlich gibt es total viel Sinn, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Es tut mir leid, es gibt halt wirklich richtig viel Sinn.
Beeindruckend. Armes Tier. Und nun? Ich kann es nicht einfach roh essen. Hier hast du Steine. Oh, wer braucht sie nicht? Nein, das sind besondere Steine. Feuersteine? Für Feuer. Er scheint etwas in der Hand zu halten. Ja, Mensch. Dann gib das mal. Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Was? Steine für den Stab. Nein. Das ist der Preis. Oh, oh. Nix da. Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, er ist noch viel schlimmer. Sehe ich auch so. Der kriegt den Stab nicht. Der Sausack! Nein, der Stab ist weg. Alles ist weg. Arschloch. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon. Ich find's ein bisschen erstaunlich, dass er uns die Maske gelassen hat. Die scheint doch sehr wertvoll zu sein. Ich meine, ah ja, gut, okay. Ich beschwere mich mal nicht. Dann geht's jetzt weiter. Akt 3. Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwan? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Das wäre ungünstig. Vielleicht mit diesen Bären. So, von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich auf jeden Fall nicht verloren. Ja, außer irgendjemand frisst dann einfach mal die Bären. Das wäre ungünstig. Aber wir haben noch welche. Okay, ich guck erstmal. Ich hoffe, der Aufwand zahlt sich aus. Mhm. Nee, den Pfad wollen wir nicht entlang. Hier sind überall Spuren und jede führt woanders hin. Ich kann nur raten, welche seine ist. Ich denke, ich habe genug. Okay, wir sind von da gekommen, ne? Hä, kannst du dich mal bitte da hinlegen? Dann gehen wir jetzt hier lang. Wo der wohl hinführt? Ja, geh doch gucken. Okay, und jetzt sind wir von hier gekommen. Und da ist wieder eine Fährte. Wo der wohl hinführt? Gott, ob wir hier jemals rauskommen. Und wir sind von hier gekommen. Oh nein, ein Füchslein. Wo der wohl hinführt? Da kommst du gerade her, also... Ich sag's nur. Oh, jetzt sehe ich gar keine Spur mehr. Ich komme von hier. Puh, dann gehen wir mal hier lang. Eieiei. Oh, ich habe keine Ahnung. Nee, nee, nee. Leg mal bitte die Beeren hier hin. Aber das kann ja nicht richtig sein, ne? Wenn hier gar keine Spur ist. Dann sieht das nicht so gut aus.
Gut, wir sind schon von da gekommen. Dann gehen wir nochmal hier lang. Und dann sind wir von da auch schon gekommen. Können wir hier irgendwie was hinlegen? Gut, dann weiß ich, hier sind wir lang gegangen. Da sind wir hochgegangen. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und probieren wir das halt so. Oh, wow. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf. Okay. Zurück. Da oben waren wir doch auch schon. Schwupp. Dann gehe ich jetzt nochmal hier lang. Da waren wir. Da geht's lang und da geht's lang. Ich geh mal hier lang. Gott, wir werden ewig herumirren. Wir haben genug, ne? Ich denke, ich habe genug. Gut, dann lege ich trotzdem hier oben auch nochmal Beeren hin, dass ich da Bescheid weiß. Und dann geht's nochmal hier lang. Gut, leg mal hier die Beeren hin. So. Da sind wir schon mal lang gegangen, ja. Das. Oh. Blöd, ich hätte beim ersten Mal schon da auch welche hinlegen sollen, wo wir hergegangen sind. Ja gut, hier geht's doch nur da lang, ne? Fuchsspur. Uff. Ich drehe mich hier ein bisschen im Kreis, aber wir finden den Weg schon. Ach, Mist. Aber hier muss es ja noch Wege geben, die wir nicht gegangen sind. Da zum Beispiel. Da sind wir lang da. Dann geht es noch da lang. Und probieren wir das mal. Hier sind wir nämlich noch nirgendwo gewesen. Da oder da? Geh mal hier lang. Ja, da sind wir auch schon lang gegangen. Dann leg mal die Beeren hier hin, dann gehen wir nochmal zurück und nehmen den anderen Weg. Eieiei. Ach, leg doch mal bitte die Beeren dahin, danke. Und dann gehen wir jetzt hier lang. Oh, da sind nochmal Spuren. Der folgen wir natürlich erstmal. Ich bin richtig. Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Und dann meinen Dolch in den Baum geworfen. Er macht sich wohl über mich lustig. Wahrscheinlich. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht rankomme. Falls wir die noch brauchen, lege ich hier nochmal Beeren hin. Sehr gut.
Ach, er hat ja den Stab mitgenommen. Können wir Steine danach werfen? Nein. Was gibt's denn hier? Kaninchenreste, mhm. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Hier muss er Rast gemacht haben. Mit dem Kaninchen, das ich gefangen habe. Ah, wir müssen doch bestimmt irgendwie an den Dolchweg. Was ist das? Nein, 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 halt, halt, halt. Da geht's lang. Das sind die Beeren. Da geht's lang. Da geht's lang. Kommen wir nicht mehr an den Dolch. Bis ich nicht weiß, was die Ma... Hast ja recht. Und Steine danach werfen. Nee, das bringt natürlich auch nichts. Und hier liegt auch kein Ast oder so. Dann probieren wir es erstmal ohne. Haben wir hier irgendwo noch eine Fährte? Nee, sehe ich gerade nicht, ne? Okay, wir gehen hier lang. Ui, das ist aber irgendwie ein bisschen anstrengend hier. Dann gehen wir jetzt hier lang. Oh, ich glaube, das ist ungünstig. Ich lege hier trotzdem mal eben die Beeren hin. Ein Glück, dass sie schon gegessen haben. Das sind Korams Bestien. Ich habe noch nie welche in freier Wildbahn gesehen. Die sind recht niedlich, wie ich finde. Ein Glück, dass sie schon gegessen. Ja, recht hast du. Dann zurück. So, können wir da lang? Ne, wir können nur da unten lang, ne? Gut. Das ist jetzt aber Käse. Hm. Nein. Nein, sollst du auch nicht. Hier, hinlegen. Auch wenn es nicht so viel bringt. Okay, zurück. Zurück. Dann gehen wir den Pfad entlang. Oh Mann. Hier kommen wir her. Den oder den? Ich sehe auch wieder keine Fährte. Und hier kommen wir her. Dann gehe ich oben lang. Was ist denn das Symbol hier? Labyrinth überspringen. Ne, wir probieren das mal noch. Glaube ich. Hier kommen wir her. Da können wir auch lang gehen. Wow, was ist denn hier los? Ich möchte hier lang gehen. Ich entscheide das übrigens vollkommen willkürlich. Ich habe keine Ahnung. Oh, hoch, hi. Starr mich nur an. Du bist doch auch nicht schlauer als ich. Sieht aus, als sei ich dem falschen Schwein gefolgt. Ja. Einmal Beeren bitte hier. Und einmal Beeren bitte da. Das heißt ja nicht, dass er nicht auch da lang gegangen ist. Boah, das ist aber echt richtig fies hier. Richtig, richtig fies. Okay, da sind wir auch überall schon lang gelaufen. Das heißt zwar nichts, aber dann weiß ich trotzdem Bescheid.
Uff. Dann gehen wir da oben lang. Boah, das ist hart. Ja, schön. Und da sind wir auch schon lang gegangen. Oh, da ist eine Spur. Sie sieht aus wie alle anderen. Sie sieht aus wie alle anderen. Okay, das bringt mir also gar nichts, sehe ich das richtig? Ja, weil ich nirgendwo hingehen kann von hier aus. Dann markiere ich mir einmal. Hier waren wir schon. Da waren wir auch schon. Da noch nicht. Irgendwann müsste er ja den richtigen Weg finden. Zur Not überziehe ich die Folge ein bisschen. Aber das möchte ich jetzt gerne schaffen. Und wer das nicht sehen möchte, kann ja vorspulen. Das ist ja gar kein Problem. So, wieder Bärchen. Und dann gehen wir da oben lang. Da waren wir schon und da waren wir schon. Kann man da lang gehen? Nee. Einmal kurz markieren. Hier waren wir schon. Dann gehen wir jetzt nämlich den anderen Weg. Nein, wieder eine Sackgasse. Was ist denn hier los? Ja, gut. Ja, rote Beeren, schon klar. Oh, das ist jetzt aber gemein. Da waren wir schon. Da waren wir angeblich noch nicht. Oder habe ich nur vergessen, hier Beeren hinzulegen? Das wäre ungünstig. Wir schauen mal. Okay, ja, hier waren wir überall schon. Ach, Mist. Probieren wir es nochmal da lang. Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Oh nein. Da waren wir noch nicht. Glaube ich. Oh, guck mal. Nee, ich meinte hier diesen zerbrochenen Ast. Eine weitere Spur. Vielleicht. Oh, könnte. Könnte sein. Hier sehe ich nichts. Wir gehen mal da lang. Ich klammere mich hier gerade an jeden Strohhalm und schon sind die Strohhalme weg. Ja, wunderbar. Boah. Okay, komm. Hier lang. Das ist aber ein hartes Labyrinth. Hier auch wieder nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass hier einer gewesen ist. Och Mann, jetzt muss ich doch bald alle Wege durchgelaufen haben. Oder auch nicht. Dann gehen wir wieder nach oben. Oh, ist das gemein. Aber ich mag das nicht überspringen. Das ist so doof. Leg hier die Bärchen hin. Oh. Ach, guck mal einer an. Halt, stopp. Erst Beeren hier hinlegen. Ich glaube nämlich noch nicht, dass wir durch sind. Ich frage mich, wer damit jemandem etwas beweisen wollte. Ein einsames Stück Stein, wie es viele hier gibt. Ein modriges altes Seil mit einer Schlaufe am Ende.
Hey, cool. Würde ich auch sofort in meine Tasche stecken. Oh, dein Ernst? Hier kann ich gar nichts machen. Kann ich gar nichts machen. Ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, nur den Weg hier. Nur der eine Weg. Dornbusch, ja, können wir nichts machen. Mit bloßen Händen komme ich da nicht durch. Ja, ich würde klar. hängen bleiben und die Spinnen könnten sofort über mich herfallen. Ich brauche meinen Dolch. Ach, mit dem ich weiß doch jetzt nicht mehr, wie ich zu dem Dolch komme, Mensch. Mädchen. Geht's dir nicht gut? Ja, ich brauche meinen Dolch. Schön. Ich gehe nochmal zurück. Hier war ja noch ein Weg. Da, genau. Ach Mann. Da ist ein Weg, da ist ein Weg. Ich will hier nicht weg, ich will hier weg. Bitte, schnell. Da, oh, wow. Ich weiß nicht, haben sie es damit nicht ein bisschen übertrieben oder stelle ich mich einfach nur so unfassbar dumm an? Das kann gut sein. Bin mir aber gerade nicht sicher. Da waren wir schon, da waren wir schon. Okay, pass auf. Nee, nee, hier. Nein. Nein, hast recht, nein. Hier sind wir auch schon überall gewesen. Wo war denn der Dolch? Ich glaube, wir kamen nämlich von hier. Oh. Nee, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Wir brauchen den Dolch. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Ja, ist schon zu spät. Gib mir das mal. Jetzt irre ich hier rum, bis wir den Dolch wieder gefunden haben. Hier schon mal nicht. Da lang, vielleicht. Dann da lang. Und dann hier lang. Da war, glaube ich, der Monolith. Ja, genau. Und dann kamen wir, glaube ich, von hier. Und dann... Ah, da liegt auch einer. Ich weiß es nicht mehr. Och, ich merke mir doch so, da ist schon wieder der Monolith. Och, Leute. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Wir müssen auch irgendwo lang gehen, wo wir schon gewesen sind, weil wir unseren Dolch ja schon gefunden haben. Ich bin mir sehr sicher, dass wir von der Richtung kamen. Heieiei. Ach, jetzt sind wir schon wieder hier. Oh, Hilfe. Ich bin für sowas nicht gemacht. Echt nicht. So gar nicht. Jetzt gehe ich hier lang. Jetzt habe ich die Beeren vergessen. Ganz schlau.
Da ist der Dolch. Oh, da ist der Dolch. Gut. Dann, oh, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich bin guter Dinge. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen muss, aber wir schaffen das. Wir müssen wieder zum Gestrüpp. Da sind wir lang, da sind wir lang. Ja, das ist natürlich schlau, dass ich mir jetzt alles markiert habe. Jetzt könnte es halt einfach jeder Weg sein. Okay, Monolith ist gut. Ich weiß halt einfach nicht mehr, wo wir lang gegangen sind. Ah, da waren wir, da waren wir. Geh mal hier lang. Oder halt, war da schon das Gestrüpp? Habe ich es nur nicht gesehen? Ja, klar, natürlich. Kannst du dir bitte Beeren hier auf den Weg legen, ja? Bitte? Bitte? Nein, kann sie nicht. Endlich. Oh, wirklich? Echt? Sind wir da? Was ist das? Wofür steckt sie denn das Gestrüpp in die Tasche? Wow. Unser Stab! Ich gehe keinen Schritt näher. Nicht ohne Waffe. Hier, Dolch. Bitteschön. Um es mit ihr aufzunehmen, brauche ich etwas Eindrucksvolleres. Ach nee, echt jetzt? Ja, ist ein Gestrüpp. Das reicht noch nicht als Waffe. Warum nicht? Ich will da nicht nochmal zurückgehen. Hä, was soll ich denn mit dir zusammen... Ist das jetzt ein Besen? Ich verstehe. Alles klar. Jetzt schnell den Stab. Ja. Hopp, hopp, hopp. Oh, Prinzessin, ich hatte mich bereits auf die nächsten 1000 Jahre eingestellt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist er lang? Da hinten, über den Baumstamm. Gut, sie folgt uns nicht. Wir sind sicher. Vertraust du mir jetzt? Ihr habt mich doch nur gerettet, damit ich euch sage, wohin euer verräterischer Führer geflohen ist. Hör auf, an mir zu zweifeln und beginne endlich mir zu vertrauen. Ich vertraue euch erst, wenn ihr mir sagt, was ihr mit mir vorhabt. Nichts. Ich habe nichts mit dir vor. Es liegt ganz allein an dir, ob du mir hilfst oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich ziehe in eine Schlacht, deren Verlauf kein Wesen voraussehen kann. Ich folge einem Plan, der sich nicht planen lässt. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und wie ein Gaukler baue ich mir daraus ein Sicherheitsnetz. Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Alles, was ich tun kann, ist fallen. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird? Vertrau mir. Ich habe besser vorgesorgt, als du glaubst. Aha, wie denn? Das würde ich jetzt gerne wissen. Was ist hier geschehen? Sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Oh, das arme Pferd. Neben dem Blutgeruch kann ich noch etwas anderes riechen. Hat der Feigling etwa seinen Dolch mit Gift präpariert? Nein. Was? Nein, ich... Oh, Mensch. Ische. Er steckt zu tief im Baum. Aber ohne Bogen kann ich ohnehin nichts damit anfangen. Das ist allerdings wahr. Oh, endlich etwas Wärme. Das Holz glimmt noch. Bis vor kurzem war noch jemand hier. Im Zelt liegen noch ein paar Felle. Sie haben einfach alles stehen und liegen gelassen. Der Größe nach zu urteilen, haben hier 2 Leute gelagert. Okay, okay. Ich glaube nicht, dass wir hier was machen können. Ansonsten können wir bestimmt nochmal zurück. Nee, du sagst mir jetzt, wo wir lang gehen müssen, bitte. Ich stehe stets zu euren Diensten, Herrin. Ach nein. Ich kann mir nicht mal mehr Beeren hinlegen. Ja, wunderbar. Woher soll ich denn dann jetzt wissen,
ist denn jetzt los? Oh, raus aus dem Wald. Endlich. Die erste Etappe ist geschafft. Aber dort hinauf schaffe ich es niemals ohne Führer. Ich dachte, ihr seid vorbereitet, Herrin. Da am Wasserfall ist jemand. Und mindestens einer davon kommt mir doch sehr bekannt vor. Die erste Etappe wäre geschafft. Für die nächste bräuchte ich jemanden, der sich hier auskennt. Und leider kenne ich da nur einen. Ja, wunderbar. Ach, wir können nur dahin gehen. Alles klar. Vairondra. Ich glaube, seine Klinge war vergiftet. Hättest du nur ein Schwert benutzt und nicht diesen vermaledeiten Bogen. Ganz ruhig. Wenn du dich aufregst, verteilt sich das Gift nur noch schneller in deinen Venen. Bist du sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Wo ein Verkina aus dem Busch springt, ist die restliche Sippe nicht weit. Keine Sorge, er hat keine Haare. Er ist ein Ausgestoßener, ein Unehrenhafter, der seine Gegner feige vergiftet. Ich werde ihn für seine Schandtat büßen lassen. Das sind Rondra-Amazonen. Ich hatte gehört, dass sie ihre Festung westlich von hier haben. Aber was machen sie so weit draußen? Kümmert euch nicht darum und verschwindet von hier. Nein, ich brauche den Mistkerl. Nur er kennt den Weg nach Draconia. Den Göttern zum Gruße. Wie ich sehe, habt ihr einen Verkina gefangen. Wer seid ihr? Ich sag mal die Wahrheit. Ich glaube, die sind mir sympathisch. Ich heiße Satya. Der Verkina sollte mich durch den Raschtulswall führen, bevor er mich niederschlug und ausraubte. Danke, dass du ihn für mich gefangen hast. Hör nicht auf sie. Siehst du nicht die Finsternis in ihren Augen? Ich habe die Situation im Griff, Mutter Löwin. Ihr wart leichtfertig, einem solchen Mann zu vertrauen. Ein Verkina ohne Haare ist ein ehrloser Verkina. Und ein Mann ohne Ehre ist ein Mann ohne Gottesliebe und Stolz. Und als solcher zu allem fähig. Wohin sollte er euch führen? Und wieder die Wahrheit. Ich bin auf dem Weg nach Draconia. Zum Konzil der Elemente? Warum? Ich will mich dem Heiligen Heer dort anschließen. Und in die Schlacht in der gorischen Wüste ziehen. Dann haben wir dasselbe Ziel. Nicht Draconia. Aber den Krieg. Erschieße sie. Sie ist böse. Nein, bin ich böse. Ihr sprecht im Wahn. Bitte beruhigt euch. Fangen wir mal da an. Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorgan sind auf dem Weg nach Ankopal, bereit, das Zentrum des Bösen zu attackieren. Sie warten nur noch auf die Verstärkung, die derzeit in Draconia vor Anker liegt. Derweil sammeln sich die Horden der Finsternis in der gorischen Wüste. Eine glorreiche Schlacht steht uns bevor. Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorga, sie warten derweil okay. Du bist sehr jung für eine Kriegerin. Wenn das Schicksal uns ereilt, können wir nicht warten. Wir müssen handeln, wie uns befohlen. Für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Glaube mir, ich verstehe dich. Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision unserer Göttin Rondra empfangen. Ein roter, brennender Löwe. Das Symbol unserer Göttin. 20 Ähren, davon nur die Hälfte gereift. Sie stehen für mich und meine Schwestern. Und die Statue einer mächtigen Kriegerin, umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Lange haben wir kein so deutliches Zeichen mehr erhalten. Wenn die Löwin spricht, müssen wir gehorchen. Na dann. Ja, ich bin mir sicher, dass unser toller Freund die wirklich mit einer vergifteten Klinge angegriffen hat. Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen, als der Verkina uns überraschte. Er erdolchte mein Pferd und vergiftete meine Schwester mit seinem Dolch. Wir nahmen ihn gefangen. Und um weiteren Angriffen zu entgehen, zogen wir uns hierher zurück. Zum Glück ist das Gift harmlos, aber es verleitet zu Fieberträumen und zu Schläfrigkeit. Warum lasst ihr den Verkina nicht frei? Niemals! Er ist gefährlich! Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich werde mich etwas umsehen. Ja! Aber nähert euch nicht dem Gefangenen. Ihr werdet sonst schneller einen Pfeil in eurer Hand spüren, als euch lieb ist. Wie nett ihr zu ihr seid. Sie ist genau wie ich. Es wird nicht leicht, ihr Rachmann abzuschwatzen. Es sei denn... Willst du jetzt doch helfen? Ich habe zumindest einen Einfall, aber dafür brauche ich seine Halskette. Was hast du vor? Bringt mir die Kette und ich zeige es euch.
Ich kann die gar nicht anvisieren, ne? Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkina. Wow, er ist voll die Hilfe. Ach, den Stein stecken wir ein, ja? Zwei Männer jagen irgendein unförmiges Tier. Die Bilder wurden erst in den Felsen geritzt und dann bemalt. Hübsch. Alles klar, dann würde ich jetzt aber doch sagen, geht die Folge lang genug. Ich bin froh, dass wir endlich aus diesem Wald raus sind und was es dann hier noch mit diesem Ferkina auf sich hat und ob wir jetzt wirklich so eine Art göttliches Wunder, naja, wirken müssen nicht, wir werden es nur so aussehen lassen müssen wie eins. Das sehen wir dann in den nächsten Folgen. Tschüss.